Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes 6 in der finalen Mission des Blutbundes. So, wir jagen jetzt Bastionskreaturen. Hier im Untergrund haben sie sich zurückgezogen. Und ja, ich habe echt starke Truppen. Der Gegner allerdings hat auch nicht gerade Schwaches. Schaut euch mal an, die Traumräuber, das sind schon starke Kreaturen. Das ist eine richtig große Armee hier. Gut, dass da kein Held im Besitz ist. Den Helden haben wir letztes Mal, das ist schon ein paar Wochen in-game her, da haben wir den Helden von den Gegnern vernichtet. Und jetzt muss man mal schauen. Okay, die werde ich sicherlich nicht frühzeitig zerlegen können. Deswegen erstmal auf die. Ich glaube, einer von beiden braucht eine Zeitstase. Warum leuchtet ihr so schön? Naja, mir egal. Ja, greift sie an. Dann kann jeder mal draufhauen. Schwupp! Man muss ja dazu sagen, meine sind jetzt auch stärker geworden. Brauche ich jetzt überhaupt noch eine Zeitstase? Ich glaube gar nicht. Nein, ich brauche sie nicht mehr. Ich glaube, meinen Gegner kann ich auch so niedermetzeln. Hier, du mit deinem Buff. Keine Gegenwehr. Ansonsten hier Shooter. So. Deine Verteidigung ist gefallen, mein Freund. Wo bist du? Wo versteckst du dich? Rechts oder links? Rechts oder links? Diesmal gehe ich mal rechts. Wahrscheinlich wird es wieder der falsche Weg sein. Ich kenne mich doch und mein Glück. Aha. Da geht's nach oben. Okay, will ich nach oben? Erstmal nach unten schauen. Erstmal schauen, ob hier unten noch mehr ist. Weil hier ist auf jeden Fall irgendwas, was dieses Gebiet kontrolliert. Und wenn's nur eine Festung ist. Boah. Ein Kleeblatt. Und noch ein Fragment. Na. So wild bin ich auf die Fragmente nicht. Was ist hier unten? Was ist das? Was ist hier? Was ist hier? Eine Stadt? Ein Held. Wo kommt der her? Da ist eine Stadt. Trivial. Ich mach dich platt. Oh, du hast jetzt auch schon aufgerüstete Einheiten. Du darfst aber nicht flüchten. Haha, durch mein... Warte mal, habe ich das Item ausgerüstet? Das werden wir spätestens jetzt sehen. Du hast Taktik 2. Sonst könntest du nicht in die vordere Reihe welche stellen. Das ist cool. Die ist gar nicht mehr so schlecht. So, die ersten sind tot. So wie sie es gehört. Ah, du kommst schon dahin. Die können sich nicht wehren. Ja, die Harpien sind stark. Da muss ich mir schon zugeben. Ja, die können was. Jetzt kommen die Goblins dran. Das ist auch lästig. Aber ihr gehört immer noch auf die Lamassu. Das ist in Ordnung. Oh, das wiederum... Aua. Hat einfach mal die weggeklopft. Das ist ja garstig. Die rasenden Zyklopen, die sind schon stark. Das bringt nichts. Du hast den maximales Leben geklaut. Das ist geil. Das muss man schon mal sagen. Dann kannst du ja mal auch angreifen. Kriegst zwar ordentlich auf die Mütze, aber das macht ja nichts. Oh, du hast alle verzaubert. Das war böse. Jetzt können wir es wenigstens nutzen. Und jetzt sind die tot. Die fallen um, sobald sie dran sind. Gut. Da ist keiner gestorben. Da sind welche gestorben. Hier sind einige gestorben. Ja, überspringe und greife ihn mal an. Heizt sich ein bisschen, macht aber nichts. Das ist nicht ausschlaggebend. Oh. Das überrascht mich. Ach shit, ich wollte eigentlich zu denen hinkommen. Dann töte ich dich mal.
Die fallen auch um. Ihr könnt euch selbst wieder heilen. Also wiederbeleben. Und dann, glaube ich, wir sind danach dran. Danach. Okay, brauche ich nicht zaubern. Sollte machbar sein, auch ohne. Du kannst zwar nichts machen, aber du. Schwupp. Gegnerische Armee unter minimalsten Verlusten. Zerrieben. Und jetzt bräuchte ich halt... Wo kam der her? Von links oder rechts? Wo ist denn hier was? Ah, eine Kristallmine. Die kann ich gut gebrauchen. Fluch, der wird seinen Helden wiederbeleben, wenn es so weitergeht. Ja, der hat ihn wahrscheinlich jetzt wiederbelebt. Oh, eine Stadt. Eine Stadt. Eine Stadt. Eine Stadt. Ja, da ist der Held wieder. Mit neuen Truppen. Oder irgendein neuer Held vielleicht. Auch möglich. Egal, Hauptsache wir... Oh! Erwartet er mich vor der Hauptstadt oder hat er keine Hauptstadt? Oh, erstmal hier reindreschen mit Feuerball und so einem Stampfer. Hä? So hast du es gar nicht, wa? So richtig reinhauen. Fluch der Unterwelt erstmal. Dann werden meine wenigstens wieder geheilt ein bisschen. Das ist nämlich geil. Geil ist es. Das ist doch unzumutbar. Autsch. Aber du kannst sie töten. Diesmal macht er mehr Schaden. Also macht's doch einen Unterschied, ob da noch viele leben oder nicht. Jetzt sehe ich das erst. Warte mal, was habe ich denn gezaubert? Schwupp, da heile ich meine einfach mal wieder. Was habe ich denn gezaubert, frage ich mich gerade. Das Viech ist tot. Boah, der haut voll mit Feuer runter. Aber dafür gehört mir danach die Stadt. Da kann er nichts dagegen machen. Außer noch weiter auf meine armen Lamassu draufschleudern. Ja, das gefällt ihm. Die fallen jetzt um. Ich könnte heilen. Aber wen? Ja, ein paar Lamassus kommen. Das ist eine Schlacht mit einigen Verlusten, aber ich kann sie ja wieder auferwecken. Ich habe keinen Kettenblitz gezaubert. Was habe ich gezaubert dann? Ich habe schon wieder vergessen. Ja, das bringt nichts, dass du angreifst, aber du, das bringt schon eher was. Alle muss es wieder am Leben. Und bam. Held down. Niedrig. Das war nicht mal die finale Schlacht. Oh. Das war noch der Schwächere von beiden. Ja, super. Aber ich glaube, hier habe ich hier doch die Belagerungsfähigkeit, dass sie alle Schaden bekommen, oder? Krass, die haben alle Erstschlag. Das ist, glaube ich, eine besondere Fähigkeit von denen. Tja, mach mal Fluch der Unterwelt, um die zu schaden und uns wieder hochzuheilen. Warten. Ist der oben drin? Tatsächlich, der ist oben drin. Der lasert einfach aus dem Turm raus. Mit seinem Laserauge auf Doom. Warten. So, jetzt können wir endlich loslegen. Ah, jetzt weiß ich auch, was ich gezaubert habe. Ich habe auch schon damals Fluch der Unterwelt gezaubert. Ah.
Ja, so war das. So war das. Da kriege ich den rasenden Zyklop auch noch gedebufft. Ich weiß zwar gerade nicht, was es macht, aber ist bestimmt gut. Außerdem ist es sinnvoll, den loszuwerden. Der macht sonst wieder seinen hässlichen Zauber. Den ich mal gar nicht mag. Vielleicht kommen sie ja raus, wenn ich da anklopfe. Die werden alle beschleunigt. Okay, von mir aus. Jetzt muss ich doch ein bisschen aufräumen hier bei denen. Zaubern wäre geil. Also wenn ich dran käme, wäre geil. Ah, verflucht. Oh, das war vielleicht ein Fehler, dass du da hoch davor gekommen bist. Warum greift das Viech nicht das Tor an? Boah, Licht. Ah, hässliches Licht. Wobei, wir sind nicht Inferno. Wobei, wir sind untot. Wir könnten auch anfällig gegen das Licht sein. Ich weiß es nicht. So, Kettenblitz. Bum, bum, bum. Ordentlich ausgedünnt. Und jetzt gehen wir rein. Bam! Unsere schönen Vampire werden jetzt sich um die kümmern. Um die wird sich gekümmert. Der Laser! I'm charging my laser! Hat zugeschlagen. Aber wir heilen ihn wieder hoch. Ich glaube, hier kriege ich Schaden. Ja, hier kriege ich tatsächlich Schaden. Ja, das ist auch ziemlich geil. Der hält halt einiges aus. Der Vampir, dadurch, dass er sich hochheilt. Oh. Ja, macht nichts. Na, egal. Gerade überlegt, ich könnte Vampir-Dingsbums drauf machen. Dass er hier sich hochleechen kann. Vielleicht nächste Runde. Spätestens gegen die Zyklopen wahrscheinlich. Boah, ich setze es wirklich auf den drauf. Der hat ja schon Lebensentzug. Und wenn ich dem nochmal einen Lebensentzug gebe? Der schnetzelt hier alles nieder. Der leecht sich an allem hoch. Du bist dran, okay. Du könntest ein bisschen vorfliegen und dabei Schaden erleiden. Schön, schön. Die sind down. Okay, machen wir den Mittelturm klar. Machen wir den platt. Ich weiß ja nicht, wie ich den sonst... Fernkämpfer können ihn treffen. Gut. Aber ich glaube, Nahkämpfer müssen draufhauen. Ja gut, jetzt ist er sowieso tot. Draufhauen. Ah, ich darf die eigentlich nicht mehr bewegen. Komm, wann ist denn da dran? Bam. Tot ist er. Ein Mana Drink. Jetzt gehört mir diese Stadt. Direkt umwandeln. Oh yeah. Die ist total ausgebaut, diese Stadt. Heißt, ich kriege eine voll ausgebaute Stadt hier. In der ich gleich meine Truppen auffrischen kann und, ganz wichtig, wo ich dann gleich dieses Artefakt bauen kann. In der nächsten Runde. Um meine Truppen wiederzubeleben. Für einen günstigeren Preis. Mittlerweile. So. Keine Verluste. Du bist so gut, Wuji. Du hast nie Verluste. Wie machst du das nur? Totenbeschwörung. Ich sage nur Totenbeschwörung. Ob auf dem Schulhof oder auf der Arbeit. Es hilft immer, die Toten zu beschwören. Stellt euch mal die Arbeit vor, wenn ihr die Toten beschwört. Sie arbeiten für euch. Oh, jetzt weiß ich leider nicht... Hier geht's nach oben. Hier geht's wahrscheinlich hierhin nach oben. Und dann geht's auch wieder nach unten. Tohunga. Tohunga? Kenn ich jetzt nicht. Ich hätte das Togul erwartet oder so.
Tohunga. Boah, sind das viele. Und das ist eine Goldmine. Schön. Ich muss aber schnell runterschauen. Okay, hier ist sonst nichts von Interesse. Belohnung 200 Dunkelelemente. Oh. Vielleicht macht es doch Sinn, den zu killen. Ach, das ist teuer. Was? Was? Wieso habe ich da jetzt aber immer... Die waren doch gerade nicht da, oder? Was zum Teufel? Wie werde ich jetzt los? Ah, ich habe eine... Wie werde ich die los? Ich muss sie opfern oder sowas. Hier, auflösen. Das ist ja witzig. Ich glaube, das war ein Bug. Und ich glaube, die KI hat die eigentlich gekauft. Vielleicht noch in ihrer alten Stadt. Aber da es diesmal in dieser Stadt rausgekommen ist, habe ich das Glück gehabt, die KI gleich hier zu töten. Komm, jetzt töten wir die. Bitte alle auf einem Haufen, dann kann ich hier schön Zeitstase draufwirken. Yes! Lasst sie erstmal kommen. Lasst sie kommen. Die sollen ihre Schritte hinmachen, ne? Komm. Gut, jetzt kommt die Zeitstase. Feuersturm. War das schon davor da? Wartet. Oder levelt er doch noch weiter? Ich dachte, ich krieg keine Erfahrung mehr. Das muss ich mal anschauen, Zeitstase. Feuersturm ist nützlich. Nicht verkehrt. So ein Feuersturm. Schnitzel! Ach, es ist herrlich. Muss ich mal schauen, ob die Waffe, die war auf jeden Fall nicht Max-Level. Ist sie jetzt mittlerweile Max? Tatsächlich, die leveln trotzdem weiter. Die war nicht Max-Level, die hatte keinen Feuersturm. Wenn die trotzdem weiter leveln, dann muss ich Sandros Wille, glaube ich, auch noch ein bisschen anlegen. So gegen Ende hin? Oder jetzt vielleicht? Wenn ich es jetzt mache. Feueraffinität, Feuerzauber, Schicksalskraft verliere ich, Magie. Ja, komm. Was habe ich denn? Ja, komm. Das ist kein Problem. Ich will es extra anlegen, weil ich möchte mit dem auch die Kampagne von Sandro meistern. Mit Sandros Stab. Wie passend, nicht wahr? Ich möchte mit Sandros Stab seine Kampagne schaffen. Wer hätte das gedacht? Na gut. Vielleicht kann ich es mir sogar nächste Woche schwupp leisten. Die Truppen mitzunehmen. Aber erst muss ich vermutlich erstmal alles loswerden hier. Könnte mal ruhig ein bisschen mehr Gold geben. Jetzt, da ich 6 Märkte habe. Oh ja, ich habe 6 Märkte. Ihr habt's schon richtig verstanden. Das ist geil, nicht wahr? Ha, nicht im geringsten kann ich alle mitnehmen. Das scheitert an denen, an meinen stärksten Truppen. Die sind einfach teuer. Oh, nein. Daran scheitert's nicht. Ja, unter anderem, aber Blutkristalle. Primär Blutkristallproblem. Okay. Dann hier drüben noch anschauen, was da sein könnte. Habe ich das schon... Nein, habe ich nicht besucht. Das mach mal gleich. Super.
Ah, dort unten ist ein Gebiet. Da unten ist ein Gebiet des Gegners. Hier könnte ich mich stärker machen, aber es ist kein Bedarf zu erkennen. Ich habe nicht dort hochgeschaut. Hätte ich vielleicht machen sollen. Nur um zu sehen, was dort ist. Aber dort unten ist auf jeden Fall ein Gebiet des Gegners. Eventuell eine Stadt. Mindestens... Oh, nein, eine Stadt. Rangi, triviale Truppen. Du warst doch die in mich reingerannt ist, oder? Töten! Töten! Ist da noch einer in der Stadt? Ja, das finde ich immer blöd, dass man das nicht so richtig erkennt, dass da noch einer drin ist. Diesmal kein Fluch der Unterwelt. Wir wollen lieber richtig töten, nämlich hier. Ja, ja. Ich glaube sowieso, die hat keine Chance. Schon mal 106 von der Elite-Truppe. Was? Das habe ich jetzt nicht genau... Das ging zu schnell. Das habe ich nicht kapiert, was da jetzt passiert ist. Die haben angegriffen und... Ach so, ja, irgendjemand hat sich wahrscheinlich gewehrt und dann, ja, bum bum. Ihr greift wieder primär an, weil ihr kriegt dann den Schaden, euch heile ich dann wieder hoch. So ist der Plan. Der Plan, du wirst sterben, weil du störst mich einfach so. Du wirst sterben, du störst mich nämlich auch. Gut, das war jetzt unnütz, dass der das machen musste. Aber naja. Zum Glück sind es wenige, deswegen macht es nicht viel. Okay, ich kann dich wieder hochheilen. Der wird so oder so sterben. Kommt dran, die kommen auch dran. Das ist in Ordnung. Wobei, du kommst ja auch dran, du kannst ihn auch töten. Ja, habe ich einen Verlust erlitten. Oh, ich hatte sogar eine große verloren. Waunga, habe ich nicht gegen dich gerade gekämpft? Machen wir es halt nochmal, unseren Kampf. Da habe ich nichts dagegen, Waunga. Ich mach dich platt. Platten mache ich dich. Oh, diesmal hast du deine komischen Bumerang-Knabber. Ah, du warst der da. Du wirst der hässlich mit dem Feuer. Ja, du bist hässlich. Ja, das ist echt garstig. So, lange Schlacht. Ach komm, Fluch der Unterwelt. Das wirkt aber zu wenig. Das ist nicht stark genug, finde ich. Der Effekt ist einfach nicht so stark, dass ich sagen würde, ja, das lohnt sich absolut. So. Ihr wollt doch bestimmt gleich wieder zaubern. Und das gefällt mir nicht. Wartet. Du wirst geheilt, wenn ich zaubere. Oh, diesmal bloß auf eine. Werden die Lamassus diesmal sterben? Aua. Ich finde, meine Heldenfähigkeit erhöht sich nicht schnell genug. Meine Fraktionsfähigkeit. Das war trotzdem sehr schön. Schön fünf weg. Schön fünf weg. Nein, ich. Es müsste das sogar reichen. Es müsste ziemlich mächtig sein, ja. Ist es auch. Juhu, ich kann rein. Es ist Zeit zum Spielen.
Oh, dort oben sind ja noch ein paar Goblins drin. Die hätte ich ja ganz vergessen. Ja, komm, die fünf machen mir jetzt nichts mehr. Es wird sowieso dann alles wieder belebt, nachdem ich die Stadt umgewandelt habe. Werden alle wieder der Armee hinzugefügt. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Blitzstrahl. Finish him! Ob ich jetzt diese Fraktion auch besiegt habe? Und so zwei Städte, wenn jeder zwei Städte hätte? Oh, ich kann es mir nicht mal leisten, das umzuwandeln. Das ist ja überraschend. Da muss ich ein bisschen warten. Positiv oder negativ? Negativ, überraschend. 15, das gönne ich mir. 7 Märkte. Es könnte jetzt ruhig ein bisschen günstiger werden. Aber nein, bleibt ja auf einem gewissen Standardwert. So. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Gab es jetzt noch die Fraktion? Ja, die hat noch die auf jeden Fall mindestens die eine Festung. Da brauche ich 8. Komm, das leisten wir auch. Schwupp. Dann werden die auch wieder günstiger, weil umso mehr Gebäude von dieser Art, umso günstiger werden sie. Schwupp. Ah, die restlichen kann ich auch rein theoretisch. Muss aber dafür 2 Kristalle springen lassen. Ah, das ist vielleicht blöde. Die wieder zu beleben ist blöde. Oh, die kosten schon 2. Ah, dann brauche ich 4. Was man nicht alles tut, um ja keine Armeen zu verlieren. Gehört? Oh, ich bin so abgebrannt. Es gibt so viel zu tun, so viel zu erfahren. Warte mal, was ist das? Jeder Schlacht Gold. Jeder Schlacht Gold. Das könnte einen Teil meiner Probleme lösen. Das ist blöd. Da sterben zu wenige. Ich muss einen Zeitstase setzen, dann konzentriere ich das Feuer auf den anderen. Okay. So mache ich es, genau. Schwupp. Ja. Ist relativ unwichtig, weil... Ja. Oh, das war blöd. Na gut. Kann man nichts machen. Weil der sich wieder hochleecht, aber der da unten leecht sich nicht hoch. Aber egal, machen wir trotzdem. Den kann ich ja so wieder hochheilen. Ja gut, der kann sich aber nur hochleechen, wenn er auch rechtzeitig zum Gegner hinkommt, bevor er stirbt. Da muss ich vielleicht auch ein bisschen unterstützend da eingreifen. So, und den Rest müssen die Vampire... Na, okay, du kannst noch angreifen. Den Rest können die Vampire machen. Dürften ohne Verluste? Ja. Ein Gebäude, was... Komisches Geräusch. Was mir Produktion... Halt, da oben? Das will ich haben. Das will ich umkonvertiert haben. Mir fehlen die Ressourcen. Da drüben ist ein Gebäude mit Angriff. Das mich nicht interessiert. Hier geht's nach oben. Ah ja, okay, ich verstehe, ich verstehe. Hier komme ich noch nicht durch. Hier ist so ein Nebel, von dem gesprochen wurde. Also ist der andere Weg der richtige. Oder der nächste. Der nächstmögliche. Na gut, dann würde ich mal sagen, super Punkt, um zu cutten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.